Mist, jetzt ist mein Akku leer. Verdammt, ich wollte euch wenigstens kurz den Anfang filmen. Einen wunderschönen guten Morgen, ihr Lieben, und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich begrüße euch ganz herzlich, lade jetzt schnell meinen Akku auf und nehme euch dann mit durch den Tag. Du freust dich auch, dass Mama wieder zu Hause ist, ne? Jetzt ist die Kamera voll und jetzt kann Mama auch wieder filmen, ne? So, ihr Lieben, meine Kamera ist jetzt voll. Ich war gerade schon ein bisschen unterwegs. Ich habe Pfandflaschen weggebracht, das war mehr als nötig. Ich werde jetzt aber auch heute noch einkaufen fahren. Ich muss aufräumen, ich muss unbedingt E-Mails machen. Also so ein bisschen was steht noch an. Es ist aber auch schon jetzt wieder kurz vor 11. Ja, ich bin doch wieder da, mein Schatz. Und er ist einfach so groß geworden. Ihr habt ihn ja bestimmt schon länger nicht gesehen, diejenigen, die jetzt nur auf YouTube gucken. Ja. Ja, was gibt's sonst Neues zu berichten? Ich habe auf jeden Fall richtig schön weihnachtlich geschmückt. Unser Tannenbaum steht noch nicht, den bringt ja wie jedes Jahr, Entschuldigung, mein Papa. Ich war extrem erkältet, ja, also ich war wieder total down, ich war 2 Wochen gesund und dann ging es wieder richtig los. Ich muss mal gerade meine Schuhe ausziehen, aber ich sag's euch, Leute, es hört bei mir nicht auf, Fokus. Es ist eine never ending story. Und du kommst hier auch schon überall dran, ne? So, ich wollte euch einmal meinen Adventskranz zeigen. Das ist der hier. Den habe ich von einer Freundin aus dem Handmade-Shop gekauft letztes Jahr. Und das ist natürlich der Vorteil, dass ihr den halt jedes Jahr wieder verwenden könnt, ne? Dann habe ich hier eine Sensi-Lampe. Die ist auch so schön. Die ist auch erst letzte Woche angekommen. Gut, das musste Fellini hinstellen. Das wisst ihr ja. Das hatte ich aus dem Action. Das ist einfach so süß. Und meine allseits geliebte, geliebte Kaminlampe von Sensi. Das war letztes Jahr die Weihnachtsedition. Oh mein Gott, ich bin so, so froh, dass ich die gekauft habe, ne? Hier oben ist der Wachs drin. Genau. Ja, und ansonsten sieht es hier noch nicht so prickelnd aus. Ich habe hier noch ein bisschen was an Arbeit liegen. Das muss ich jetzt gerade mal abdecken. Ich habe gestern von Feline Rosen bekommen. Die war das Wochenende bei meinen Eltern, also eine Nacht. Und da habe ich natürlich Rosen bekommen. Hier steht der andere Baum von Sensi, also ist auch eine Lampe. Die könnt ihr so abmachen. Und da ist dann das Wachs drin. Das macht ein unfassbar schönes Licht. Und die habe ich ja letztes Jahr beim Action gekauft. Die ist auch beleuchtet. So eine kleine Weihnachtsstadt, Leute. Das ist so schön. Es ist irgendwie so. Ja, liebe ich auf jeden Fall. Ich habe auch noch leckeren Kuchen. Schokokuchen. Den hat Fili gebacken mit meiner Mama. So, wie ihr seht, es war ein erfolgreiches Wochenende. Ich muss unbedingt jetzt gerade mal hier die Küche aufräumen, weil das stört mich. Ich habe mir unterwegs einen Kaffee mitgenommen, Schande über mein Haupt, aber der Kaffeedurst, ich habe, glaube ich, 10 Tage oder so wieder keinen Kaffee getrunken, war so groß, ich musste einkaufen. Und Bryce hat sich heute Morgen erstmal Felines Puschen geschnappt, ich weiß nicht, wie er da dran gekommen ist. Den muss ich jetzt erst einmal durchwaschen, also so kriegt sie den natürlich nicht an, das ist ärgerlich. Mein Einkaufszettel, Leute, mein Einkaufszettel besteht aus diesen Sachen, Taschentücher und Wasser, unbedingt. Ja, hier ist mein Kaffee, den trinke ich jetzt noch aus. Meine Tasche lasse ich so stehen, weil ich ja eh wieder los muss. Aber jetzt setze ich mich erstmal an meinen Computer und mache ein bisschen Papierkram. Wisst ihr, was ich mit zum Einkaufen nehme? Das ist so genial. Ich habe bei Koro mir ein Einkaufsnetz bestellt. Und ich finde das gut. Auch bei mir kommt es ja, wie gesagt, langsam an, dass ich versuche, immer auf Plastik immer mehr zu verzichten. Ich nehme eigentlich nie Plastiktüten. Es gibt auch, glaube ich, nirgendwo Plastiktüten mehr groß. Das ist so ein Einkaufsnetz aus Bio-Wolle. Seid ihr jetzt fokussiert? Ich hoffe. Das ist jetzt angekommen und das möchte ich unbedingt mitnehmen. Ich finde das so gut, weil man hat ja nicht immer so einen Rieseneinkauf. Und guckt mal. Ich glaube, dass ich das... Ich glaube, ich habe es mir bestellt für Obst und Gemüse. Also doch, da passt schon gut was rein. Und ich meine, wie cool ist das, ne? Kriegt ihr bei Koro auch. Ihr kriegt bei Koro super nachhaltige Sachen, super leckere, hochwertige Süßigkeiten, Sachen zum Snacken, herzhafte Sachen, Sachen zum Kochen, zum Backen. Ihr wisst, ich liebe Koro. Ihr könnt dauerhaft da mit meinem Code Linda sparen. Da könnt ihr gerne mal in die Infobox schauen. Da verlinke ich euch alles. Eine große Empfehlung. Wie gesagt, es gibt nicht nur Leckeres zu essen, sondern auch solche tollen Sachen. Und den nehme ich mit zum Einkaufen. Und ja, da bin ich mal gespannt, wie der sich so macht. Wenn der Postmann zweimal klingelt. Juhu, meine ganzen Sensi-Pakete sind endlich da. Oh, ich freue mich so, ne? Das hat jetzt auch echt lang gedauert. Bryce war natürlich sofort am Start. Und? Bei Bryce ist es so,
ich glaube, das ist bei vielen Hunden so, wenn die Paketboten kommen, dann ist das für die immer so ein bisschen strange, weil die kommen ja zu einem nach Hause und dann gehen die wieder und die kommen nicht rein und die meisten sagen tatsächlich auch nicht Hallo zu dem Hund, weil die auch ein bisschen Angst haben und ich habe da auch sehr, ja, wie heißt das, Respekt vor. Bryce wird immer zur Seite genommen und ziemlich weit weg, damit die keine Angst haben müssen und er hat so eine, das Eis gebrochen, der UPS-Fahrer, weil er sofort Bryce begrüßt hat und ihn gestreichelt hat und seitdem er kommt, freut sich Bryce einfach. Und man merkt halt sofort, dass er auch Hunde hat, ne? Also das war wirklich, wirklich toll. Also dass immer, wenn der kommt, dann freut er sich auf Bryce. Bryce freut sich auf ihn. Was will man mehr? So, die ganzen Pakete sind gekommen. Das heißt, ich habe viel, viel zu tun auf jeden Fall heute Abend. Das mache ich ganz in Ruhe, wenn Feline im Bett ist. Denn das muss verpackt werden. Ich mache da schöne Sachen noch mit rein. Möchtest du auch was von Sensi haben? Was ist denn los, mein Schatz? Wollen wir gleich ein bisschen rausgehen? Wollen wir gleich Gassi gehen? Gassi? Oder möchtest du einen... Oh. Wollen wir Gassi gehen? Oder möchtest du ein Leckerchen? Leckerchen? Möchtest du ein Leckerchen? Ach, du bist so süß, mein Schatz. Och Gott, mein Engel, ey. Was haben wir denn das ganze Leben lang ohne dich gemacht? Das frage ich mich jeden Tag, mein Schatz. Jeden Tag. Ehrlich, also wenn ihr am Überlegen seid, Hunde sind mehr als nur ein Hund. Dafür sieht es dann hier auch so aus. Ich habe hier einen ganz langen Läufer gekauft, einfach damit Bryce A. besser laufen kann und hochkommt. Und halt für den Winter jetzt, ne? Der lässt sich leider super schwer absaugen. Hätte ich nie gedacht, total doof. Aber es ist durch die Jahreszeit, ne? Also wir gehen ja mit Bryce normal Gassi, aber... wir gehen natürlich auch mit ihm im Garten, ne? Und dann sieht das so aus. Kennt ihr eigentlich schon unsere neue Terrasse, Leute? Weiß ich jetzt gerade. Ja, bei uns steht ein Auto im Garten. So, wir haben nämlich noch dieses Jahr einige Projekte am Haus tatsächlich und das Jahr hat nicht mehr viele Wochen. Und deswegen haben wir auch nicht die ganze Terrasse neu machen lassen, sondern nur ein Stück. Viele können sich vielleicht jetzt schon denken, was hier hinkommt. Ich erzähle noch nicht so viel, ich warte, bis es soweit ist. Eigentlich sollte es schon letzte Woche passieren. Dann kam Corona dazwischen tatsächlich. Sehr ärgerlich, aber die Hauptsache ist, dass alle gesund sind und bleiben. Von daher hoffe ich jetzt mal, dass wir einen neuen Termin bekommen. Und da nehme ich euch natürlich auch mit. Also das ist... Das sind Veränderungen am Haus, die möchte ich festhalten für euch und für uns und das wird fantastisch. So, Wäsche ist auch schon fertig. Mist, ich hab gerade gemerkt, verdammt, dass ich die Wäsche in der Wäschetrommel vergessen habe. Die darf ich jetzt wahrscheinlich nochmal neu anmachen. Und so sehen weiße Wände in einem Haus aus mit großen Hunden, wenn die spielen auch. Das lässt sich nicht vermeiden. Ich weiß auch noch, dass eine Zuschauerin mir gesagt hat, bevor Bryce kam, mach dir eine Schutzfolie an die Wand wegen dem Hund. Habe ich natürlich nicht gemacht. Aber das Gute ist an unseren Wänden im Haus, die haben alle keine Tapete. Wir haben die ja glatt machen lassen und ich musste einfach nur drüber streichen und dann ist fertig. Genauso wie unsere Fußleisten, die teilweise überall fehlen. So wie hier. Oder hier sind sie gar nicht mehr drum. Da ist sie abgeflogen, weil einfach Bryce zu groß ist und zu schwer ist. Und wenn der hinfliegt, der schmettert sich dagegen. Also er hat das nicht extra, er macht das nicht extra ab. Aber die Fußleisten halten einfach das Gewicht nicht. Und ihr seht ja, wie dreckig die Wände sind. Weil Bryce ist so ein Hund, der geht an den Wänden entlang. Und bevor ich jetzt das alles neu mache, warte ich einfach, bis er aus dem Gröbsten raus ist. Pubertät und so. Und dann wird das einfach einmal alles neu gestrichen und fertig. Genauso wie, als ob ich jetzt hier die Folie von der Tür nehme. Hallo, da wäre ich ja richtig doof, ne? Die lasse ich erstmal schön dran. Da muss man sich halt im Klaren sein, wenn man... wenn man so einen Riesenhund hat und mich stört das auch nicht. Mich stört das auch nicht, dass mein Boden aussieht wie Sau, weil ich habe einen Hund. So, und in dieser Winterjahreszeit ist das nun mal einfach so. Genau. Jetzt habe ich euch genug erstmal vollgequatscht. Ich mache jetzt auch mal kurz weiter und dann geht's einkaufen. Ich habe gerade mit Dennis geschrieben und er meinte, er wäre heute Abend mit Brotzeit total zufrieden, denn er hat heute Abend Training und da isst er sowieso nicht viel davor. Das heißt, ich überlege, ob ich überhaupt einkaufen muss. Dann, oder ob ich das dann einfach morgen in Ruhe mache mit Feline. Oder heute mit Feline? Ich weiß es noch nicht. Wir sind wieder zu Hause. Feline freut sich, weil, ich muss mal gerade das Paket hier wegstellen, ich war beim Bäcker und habe richtig leckere Plätzchen gekauft. So handgemachte Plätzchen. Kann wollen wir die mal probieren? Na klar, können wir zusammen probieren. Du
Steady. Oh, danke. Schaut mal, wie schön die aussehen. Ich nehme die. Okay, und los. Die sind aber lecker, oder? Ja. So, jetzt können wir ja mal gucken, was ich sonst noch so eingekauft habe. Nichts Besonderes für heute Abend, für die Brotzeit. Da habe ich ein bisschen das. Mozzarella geholt. Da wollte ich ein bisschen Tomate mit aufschneiden. Ich hatte mal wieder richtig Lust auf Vollkornbrot. Bärchenwurst. Endlich hatten sie wieder Felins Bärchenwurst. Die war immer ausverkauft, die letzten zwei Male. Normales Brot habe ich noch geholt, weil mein Lieblingsbrot beim Bäcker war leider leer. Das ist scharf. Nee, das sind keine Peperoni, das sind Spitzpaprika. Oh. Das sind Paprika, nur eine andere Form haben die. So, heute Abend. Dann haben wir hier einmal... Boah, das hat sich richtig lecker angehört. Kürbiskernbraten vom Stück. Richtig, richtig lecker. So, dann habe ich vom Bäcker noch einen Mini-Butterstollen mitgebracht. Muss ja auch irgendwie immer sein. Genau, nochmal Mozzarella. Tomaten. Philly sitzt hier mitten im Einkauf. Das ist Käse mit Bärlauch. Wenn ihr noch nie Käse mit Bärlauch probiert habt, probiert das. Tomaten nochmal kleine. So, dann einmal Giraumont. Der ist richtig, richtig lecker. Ich habe hier noch einmal Wasser mitgenommen. Philis absolute Lieblingssalami. Sie liebt diese Salami, ne? Kassler. Und hier habe ich so einen Kuchenteig heute Abend für Dennis. Was suchst du? Ach, hier. Und meine Gurke. Nicht zu vergessen. Ja, die sind richtig lecker, die Plätzchen. Mama macht sich jetzt auch, die verräumt das jetzt und dann macht Mama sich einen Kaffee. Mama, kann ich dann noch eine Salami holen? Du willst eine Scheibe Salami essen? Ja, Mama. Ja, mein Gott, warum nicht, ne? Ja, genau. Ich habe wieder zwei Tests mitgenommen. Die gibt es bei uns im Kindergarten wöchentlich gratis. Die nehme ich auf jeden Fall immer mit. Ah. Ey, hat sich auch gefreut. Sag mal, du kannst doch nicht einfach so in die Gurke beißen, Schatz. Ich wollte die jetzt einmal eigentlich... Wenn, dann wäscht die Mama eigentlich vorher ab, du kleiner Frechdachs. Ich liebe dich, mein Schatz. Ohne Witz, Leute, ne? Ich war noch schnell einkaufen. Ich habe viel mehr gekauft, als ich eigentlich auf dem Zettel standen habe. Ich hatte ja zwei Sachen auf dem Zettel stehen. Dreimal dürft ihr raten, wie viel Prozent ich von diesem Einkaufszettel eingekauft habe. Gerade mal 50. Denn ich habe das aller Wichtigste vergessen. Taschentücher. Ey, das ist nicht mein Ernst. Ey, das ist echt nicht mein Ernst. Ich habe gestern den ganzen Tag schon mit Zewa geputzt. Ich mache mir jetzt gerade übrigens einen Kaffee. Also manchmal frage ich mich, was man nicht im Kopf hat, hat man in den Beinen, ne? Nervt mich ja gerade übelst, ey. Das ist... Ich kann nicht das vergessen. Das war das Wichtigste überhaupt. Wenigstens habe ich Wasser gekauft und Pfandflaschen weggebracht. Jetzt mache ich mir gerade einen Kaffee mit einem Schuss Milch heute. Ich muss erstmal wieder ein bisschen ins Kaffeetrinken reinkommen. Dann werde ich mich auf jeden Fall zu Philin setzen und ein bisschen Pause machen mit ihr und dann mich um Bryce kümmern. Ein bisschen spielen und so. Und ja, dann ist es auch schon bald wieder Abend, ne? Es ist jetzt 3:15. Geh, mein Schatz. Du süßer Hund. Du süßer Hund. Du bist der süßeste Hund auf der Welt. Du bist der süßeste Hund auf der Welt. Noch ein bisschen? Fein, super, mein Schatz. Oh Gott, Spatze. Kann man dich denn nicht lieben? Kann man denn vor dir auch Angst haben? Du siehst doch aus wie ein großer Teddybär. Na, vielleicht deswegen, ne? Oh, mein Schatz. So, Mamas Kaffee ist jetzt fertig. Und jetzt gehe ich zu Philin. So, unsere Weihnachtsbeleuchtung ist gerade angegangen. Ich dachte, ich zeige euch das mal. Wir haben hier einmal die Treppe hoch, eine Lichterkette und draußen haben wir ganz, ganz viel. Sieht das so aus? Ich kann jetzt noch nicht so viel zeigen. Wir haben auf jeden Fall hier ganz viel und im Dunkeln zeige ich euch das nochmal. Wir haben auch ganz viel am Carport. Also im Dunkeln sieht das richtig, richtig schön aus. Mein Türkranz sieht dieses Jahr so aus. Das lasse ich immer liegen, bis ich das anmache, dann verstecke ich das dahinter. Der ist auch beleuchtet, der sieht auch richtig, richtig schön aus. Und du würdest am liebsten, was weiß ich wohin, ich weiß es auch nicht. Ich habe übrigens mich umgezogen. Ich habe meine Gib ihm Schlappen an von Shirin David. Übrigens, mein Fußnagel ist blau. Der ist blau angelaufen, weil mir da
lasst mich überlegen, vor 4 Monaten oder so die Hunderampe draufgefallen ist. Und der wächst jetzt so raus. Also das tat auch echt weh, muss ich sagen. Ja, ich habe mich wie gesagt umgezogen. Und ihr hört Feline schon im Hintergrund spielen. Paw Patrol. Ich habe hier gekratzt und deswegen bin ich jetzt rot. Ja, mit Bryce habe ich gerade gespielt. Ich habe ihn ein bisschen versucht zu kämmen, aber da hatte er heute nicht so Lust drauf. Jetzt mache ich erstmal hier in der dunklen Küche meinen Stern an. So. Richtig, richtig schön. Na, Süße, was machst du? Oh, wer ist das? Sky. Ah, Sky. Das ist über die Zentrale. Okay. Mein Fokus will gerade so nicht. Ich glaube, der kommt nicht so richtig auf das Licht klar. Ich habe meinen Ofen hier schon angemacht. Mein Kamin, nicht mein Ofen. Der duftet jetzt hier vor sich hin. Und mein schönes Fensterbild mache ich jetzt auch an. Zack, hier die erste Adventskerze an. Feline diskutiert mit dem Hund. Boah, bis ich hier in dem Haus erstmal ein Feuerzeug gefunden habe, ne? Das hat auch ewig gedauert. Achso, jetzt kann ich euch auch meinen Tannenbaum hier zeigen. Was für wunderschönes Licht der macht. Wartet. Guckt euch das mal an. Ist das nicht ein Traum, Leute? Ist wunderschön, oder? So, Feline will irgendwie alleine spielen. Ich darf jetzt nicht ins Zimmer. Deswegen gehe ich jetzt ein bisschen an den Laptop. Feline und ich sind jetzt hier. Sie hat übrigens meinen alten Kalender von 2020. Da arbeitet sie immer quasi mit mir mit, ne? Das Licht ist nicht von der Kamera so, sondern wir haben sehr gelbe Glühbirnen. Aber es ist ein schönes, gemütliches Licht auf jeden Fall. Das ist Katalog. Das Licht ist so hell. Ja, und das ist doch jetzt viel besser, oder? Ja, da hat Feline sich übrigens ihren Wunschzettel draus zusammengestellt. Den kriegt ihr in der Filiale direkt. Ich habe direkt auch 2 mitgenommen. Ich habe gerade auch schon meinen neuen Kalender beschrieben, denn da waren so 2, 3 Termine schon für Januar. Und bevor ich die vergesse oder die irgendwie in Vergessenheit geraten, habe ich die schon mal eingetragen. Ja, meinen Kaffee habe ich getrunken und jetzt mache ich mich ein bisschen hier an den Laptop. Ja, das können wir auf jeden Fall wieder machen, Schatz. Nee, ich weiß nicht, wo der ist, Spatz. Das machen wir auf jeden Fall. Ja, es wird auf jeden Fall heute nichts mehr Spannendes groß passieren. Deswegen würde ich mich jetzt aus dem Video verabschieden. Wir essen halt noch Abendbrot, wenn Dennis kommt. Und das war's dann quasi. Ich werde mich um meine Sensi-Bestellung noch kümmern. Schaut da gerne auf meinem Sensi-Kanal vorbei. Und ich würde mich jetzt erstmal verabschieden. Ich hoffe sehr, das Video hat euch gefallen. Lasst uns wie immer gerne Feedback da. Ich liebe euch. Passt auf euch auf.